Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen am 28. Mai 2018. Duale Seelen und Geheimnisse, das ist die täglichen Thema. Und wir schauen an, was ist die Energie des Tages und blicken wir zurück in die Vergangenheit. Im heutigen Tag haben wir eine ähnliche Energie wie am 26. November 2017 war. In diesem 26. November 2017 war die Gespräch sehr wichtig. Es wurde etwas geklärt. In diesem Tag wurden auch Entscheidungen getroffen. Es war bei vielen Menschen auch Thema Vergangenheit oder karmischen Themen, karmischen Begegnungen. Etwas wurde klar. Und diesem Tag, in diesem 26. November 2017, war erstmal ein klärendes Gespräch wichtig, dann auch ein Neuanfang und die Entscheidungen. Bei vielen Menschen war das auch ein Neuanfang. Aber das hat mit Vergangenheit etwas zu tun gehabt. Entweder die Kontakt mit jemand von Vergangenheit oder es waren karmische Themen, karmische Begegnungen. Diese Energie von damals spüren wir heute. Und wir haben heute auch die Bedürfnis nach Sprechen, über Gefühlen zum Sprechen. Heute haben wir zwar eine ganz starke Liebesenergie und das ist sehr schön und sehr harmonisch. Das ist die Anziehungskraft, eine ganz starke Anziehungskraft, auch schöne Begegnungen, auch Gefühle zeigen, auch Gefühle annehmen. Wir nehmen alles heute mit Gefühlen wahr. Aber Gespräche, ein klärendes Gespräch oder versuchen, ein Gespräch zu führen, weil man möchte etwas klären. Es ist sehr schwierig, weil es wurde etwas verheimlicht, vertuscht, verborgen. Und diese Merkur-Energie, wo Merkur gerade im Schattenseite liegt, im Horoskop, ist sehr schwierig, einen klärenden Gespräch zu führen. Also die Tag heute sollen wir mal so wahrnehmen, ganz starke Liebesenergie, was uns Glück bringt. Und hier verbindet sich drei Tierkreiszeichen, die Fischen geboren, die Skorpion geboren und die Krebsgeborenen. Und das hat auch mit Wasser, mit unseren Gefühlen etwas zu tun. Die Wünsche werden wahr, Gefühle werden gezeigt, wir leben unsere Träume oder haben wir ein Traumbild, eine Botschaft für uns, was die Liebepartnerschaft betrifft. Und dieser Traum hat eine Bedeutung. Wir sollen diese Glücksenergie, diese Liebesenergie mal mit Dankbarkeit annehmen. Das ist das Schöne im heutigen Tag. Aber es kehrt etwas zurück von Vergangenheit. Entweder die Kontakte sind wieder da oder die gleichen Themen oder die Erinnerungen und die Vergangenheit, wo wir in Verbindung stehen. Das ist dieser 26. November 2017. Damals könnte man gute Gespräche führen, klare Entscheidungen treffen. Aber heute ist das sehr, sehr schwierig. Und diesen Gesprächen, das möchte ich schon näher beschreiben. Bei vielen Menschen bedeutet, dass jemand verheimlicht etwas. Bei vielen Menschen bedeutet auch, dass hinterm Rücken Geschwätze gibt. Das kann auch bedeuten, dass jemand noch nicht sprechen möchte, sondern das kommt später. Oder kommt als Überraschung. Momentan wird das alles im Verborgenen.
kann auch bedeuten, dass wir etwas vorhaben oder gerade haben wir einen Neuanfang in die Liebepartnerschaft und mit dieser schönen Liebesenergie ist das auch möglich und wir sollen schweigen. Es ist sehr schwierig, andere überzeugen von unserer Meinung. Es ist sehr schwierig, momentan ein klärendes Gespräch zu führen und wir sollen achtsam sein. Kann passieren, dass jemand etwas verschweigt oder wir sollen schweigen. Das kann natürlich diese Merkur-Energie auch uns mitteilen. Und das war meine heutige Botschaft in diesem geheimnisvollen Botschaft. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.